Wie war das jetzt mit dem... Muss doch irgendwie ändern können. Wo ist die? Passe. Hab sie gleich. So. Dann hätten wir das jetzt auch und wir können zu den anderen zurückkehren. Weil das Werkzeug haben wir und ja, Alex ist leider, hat es leider nicht geschafft. Gab es hier nicht auch noch was zum Einreißen? Nee, ne? Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wenn wir nehmen jetzt mit, was wir mitnehmen können und was wir nicht mitnehmen, das ist halt dann einfach, ja. Mal sagen, wir machen uns da jetzt nicht den Stress irgendwie, dass wir das jetzt alles sammeln müssen. So. Darüber. Darüber. So. Gehen wir hier noch rüber. Und ich würde mal sagen, bevor wir zu den anderen gehen, können wir hier noch ein Grab machen. Weil da kommen wir jetzt ja auch rein. Jetzt haben wir das nötige Werkzeug dafür. Oh, oder auch nicht. Laura! When we heard the explosion, we thought. Alex. He was still on the ship. Seems anyone caught with you has a pretty low survival rate. Reyes! Better keep your distance, then. Let's just eat, okay? Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're gonna stay that way. If I'm going to die in this place, I'm not gonna do it hungry. Ja, man sollte nicht mit leeren Magen sterben. Stimmt schon. Save his soul. Finally, a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. And what a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear Himiko's name again. We can take the boat out at high tide. No, we can't. Don't start that bullshit again, Lara. Lara isn't the only one who thinks we're trapped, Reyes. Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. But this whole place is crazy. These storms aren't natural. We have to face that. She's right. When that storm hit the Endurance, I felt it. Something dark, something alive. This place is cursed. Where are you going? There are ruins beneath that old base in the cliffs. Something in there led them to believe they could control the storms. I've got to find out what they discovered. Once we're ready to leave, we're leaving. Whether you're back or not. I won't leave without you. Na gut. Lagerfeuer. If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, we need to fix that boat. I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island, but I have to find a way. Reyes won't be easy. She wants to get back to her daughter, and she's in pain over Roth. Ciao. I still don't know exactly why Matthias wanted Sam in the first place, but it doesn't matter. She's back with us now. She's safe. Ja, die Race ist natürlich ein bisschen angenervt. Es ist der Ross gestorben, der Alex ist gestorben, alle sterben irgendwie. Und sie meinte schon in dem Gespräch, jeder sollte sich von ihr fernhalten, von der Lara, weil kommt man ihr zu nahe, stirbt man. Wir haben jetzt einen Sportbogen. Und können jetzt hier zum Beispiel, oh, explosive Pfeile. Diese Pfeile sind mit Granatspitzen versehen, die beim Einschlag explodieren. Alter Schwede. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerungen und können so mehrere Ziele treffen. Aua. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision, erhöhen damit den Schaden. Ich hätte gerne so eine Explosionspfeile. Und ich hätte gerne
mehr Schaden. Ja, passt. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir alles ausgegeben. Fähigkeiten können wir keine mehr vergeben und wir haben 8 von 10 Tagebüchern gefunden. Jetzt könnten wir auch Gespräche führen. I'm going to keep watch here. Reyes is working on the engine and the others are getting some rest. Are you going to stay up all night? Whitman will take watch a bit later. You still don't trust him, do you? No, and neither should you. Be careful while I'm gone. Keep a close eye on him. I hope you find whatever you're looking for up there, Lara. Ja, ich hoffe es auch. Wir können jetzt noch, glaube ich, mit Whitman reden, die Sam, glaube ich, schläft. Ja. Sam's been through so much. I'm just going to watch over her, you know. Make sure she gets some sleep. Good luck exploring that old base, Lara. I wish I could go with you. Who knows what secrets you'll uncover. Best if we don't talk now. Ja, trink mal deinen Kaffee. Können wir auch noch mal reden irgendwie? So, you have what you need? Yeah, as soon as I get this part fixed, we'll just need to do some cleaning on the valves. You staying? No, I'm going to check out that old base in the cliffs. Well, you better go then. We aren't going to wait for you, Lara. Oh, die ist so nett. I don't have time to talk. Gotta fix this damn thing. Die ist immer so nett, die Reyes. Also wir müssen jetzt sowieso in den alten Bunker oder in die alte Basis da rein, um noch Teile zu holen fürs Boot. Aber wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir uns erstmal an, wie es hier aussieht in der in dem Grab. Ich glaube, das ist sogar das letzte. Ich bin nicht ganz sicher. So, komm. Ach, kaputt. Munition brauche ich anscheinend keine mehr. Dann sei es drum. Und ab ins nächste Grab. Ja, Feuerwehr, eine gute Idee, weil ich sehe halt sonst nichts. Wir haben schon ziemlich viele Gräber jetzt gesehen. Es gab, glaube ich, damals auch noch DLC-Gräber, die es nur gab, wenn man halt, wie gesagt, das DLC dann sich besorgt hat. Ich glaube, da war so eine Flugzeugabsturzstelle dabei und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass diese Version, die ich hier habe, diese DLC-Gräber nicht beinhaltet. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im Küstenwald, wie das Ding hieß, da müsste noch ein so ein Grabmal sein. Ach du liebe Zeit. Tempel der Dienstmädchen. Okay. Kurz mal speichern. Kannst du mal schließen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier am blödesten vorgehen. Ach so. Okay. Das war ja das. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns einen Weg bahnen, um darüber zu kommen. Und ihr seht schon hier, diese Griffe, die sind jetzt irgendwo, sind aber nicht da, wo wir sie brauchen würden. Und wir können jetzt zum Beispiel hier dran ziehen. Und dann dreht sich das Ganze. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Achso, hier ist auch noch was zum Kurbeln, oder? So, schauen wir mal ganz kurz. Genau, das läuft jetzt so einmal durch. Stellt das da richtig ein. Na komm, Lara, ist okay, lass los. Hey, lass doch mal los. Ja, das ist jetzt einmal die Runde rum. Ganz toll. So, wir machen das jetzt nochmal, weil es so schön war. Dann machen wir das so, dass wir das da hinten kriegen. Und jetzt geht es hier einmal die Runde rum. Einmal hier und da. Das geht jetzt einmal durch. Oh, das war's nicht. Das war's auf jeden Fall nicht. Gut, weil es so schön war, gleich nochmal.
Das heißt, das Kurbeln an sich ist schon mal eine richtige Idee. So, das machen wir mal von hier nochmal. Und jetzt geht's da durch. Das ziehen wir mal hier lang. Komm, komm, komm. Nein. Mist. Gut. Das hat auch nicht funktioniert. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir das so hinkriegen, dass... Das kriegen wir schon irgendwie hin. Moment. Also, das einmal rumkurbeln. Dann durchlassen. Das Ganze dann hier nutzen, um da rüber zu kommen. Und jetzt das Ganze rumziehen. Komm, 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 komm ran da. Dann zieht er das jetzt hier einmal die Runde rum und so und ja, das war's. Geschafft. Ja, jetzt noch eine goldene Schere rausholen. Passt und den Rest lassen wir überliegen. Tritt sich fest. Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Grab durchsucht. 1250 Punkte. Okay. Handfeuerwaffe. Oh, hat sich jetzt verbessert, oder wie? So, warte mal. Ich hätte da jetzt rumlaufen können. Und dann wäre ich hier runter. Ah ja. Schön. Dann haben wir das jetzt auch gelöst. Und ich bin halt nicht sicher, wie viele noch offen sind, wie viele Gräber. Keine Ahnung. Sehen wir aber dann. Jetzt können wir zum Bunker. Das heißt, wir laufen jetzt einmal über die Insel rüber und müssen dann, ich glaube, das war so ein riesengroßer Fahrstuhl oder so, wir müssen dahin, weil da war ja auch eine Tür versperrt. So, bitte die Fackel an. Da hinten, da wo das rote Licht leuchtet, da müssen wir jetzt hin. Auf dem Weg dahin könnten wir nochmal schauen, dass wir vielleicht uns einen Geocache noch holen. Es liegt da hinten irgendwo und ich glaube, es liegt vielleicht sogar oben irgendwo auf dem Dach drauf, kann das sein? Ja. So, wie kamen wir da hoch? Wir kamen da hoch, indem wir... Mal kurz schauen. Ich glaube einfach hier an die Wand, oder? Ich glaube da einfach... Doppelsprung. Ja, das war's. Okay, da geht's nicht hoch. Und da hinten müssen wir jetzt lang. Machen wir jetzt einfach nur wegen den EP. Genau, die Tür können wir jetzt einreißen. Na komm. Und jetzt können wir hier weiter. Warte mal. Wir müssen da jetzt irgendwie hoch. Ach, hier. Na komm. Sind da Feinde drin? Nein. Und wenn, wären sie jetzt tot. So, jetzt geht's sehr viel hier mit Kletterpassagen weiter. So ein bisschen erinnere mich die von der Struktur an die Darksiders-Serie. Oh, Darksiders muss ich auch mal wieder zocken. Allein deswegen, weil ich den Darksiders 3 nie gespielt habe.
mich immer nur den ersten und den zweiten gespielt. Der zweite war leider ziemlich buggy damals. Im ersten konnte man den Krieg spielen. Und im zweiten war es dann tot. Und ich glaube, dann gab es ja noch Darksiders Genesis oder wie das Ding hieß. Da hat man dann... Wie hieß denn der nochmal? Der mit seinen Pistolen. Und im vierten... Achso, dann eigentlich im dritten konnte man dann Fury spielen. Aber leider ist der Teil so ein bisschen an mir vorbeigezogen, obwohl ich mir besorgt habe. Also ich hätte ihn noch da und würde noch gerne mal irgendwann mal spielen. Ach so, okay. Aber ja, eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal Tomb Raider fertig. Dann würde ich gerne mal irgendwann mich mit Plague Tale beschäftigen, dass wir das dann auch durchkriegen. Weil, wie gesagt, hier bei Drawing Paper, ich lasse jetzt hier Games nicht einfach dann unfertig dann liegen, sondern... Auch wenn sie eine Weile brauchen, um sie zu beenden. Ich mache die Projekte fertig. Gab nur in letzter Zeit so öfter die Situation, dass ich da nicht irgendwie zum Aufnehmen kam, weil arbeitstechnisch und so. Und dadurch hat sich jetzt natürlich eine kleine Lücke irgendwie ergeben. Der Upload kam jetzt auch ins Stocken. Aber es sollte jetzt eigentlich wieder besser werden. Aber ich hatte es eh schon geschrieben auf YouTube. Und die Meldungen, die ich dann habe, die poste ich dann immer auf der Community-Seite. Das ist alles so, was Umfragen angeht oder generell, was Projekte angeht, poste ich erstmal da auf der Community-Seite. Einfach damit ich alles auf einer Stelle habe. Ich möchte jetzt hier nicht Twitter und dann hier Instagram und dann irgendwie Facebook und alles dann irgendwie total zerteilt irgendwie haben. Sondern da gibt es alle Informationen erstmal direkt über YouTube. So. Okay, da liegt noch was zum Lesen und da oben geht's weiter. This island is more than I could have hoped for. Of course, these islanders are absolutely insane. Those poor people from the Endurance, so tragic, but honestly, it adds to the drama. Not only is this the mythical land of Yamatai, but the shipwrecks and the modern day cultists, it warrants at least two documentaries. Maybe even a series. Oh, Lord, this place is going to ignite the world's imagination, and I'm going to be right in the center of it all. Such a huge relief. All my chips were on this one number. I just need to be careful now. This situation could spin out of control on a dime. Once I have this Matthias fellow's ear, I can convince him that there's much to gain in cooperating. I mean, he can't honestly believe the things he preaches to these men, right? They're just lost and confused. I'll help to bring them all back to civilization. The sponsors, oh, the sponsors are gonna line up for this exclusive. The story is huge. Whitman, meine große Entdeckung. Offiziere der Endurance gefunden. Whitman, Offiziere, ja. Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Und er hat hier drüber geschrieben, über die ganze Geschichte von Yamatai und dass alles total toll ist und er dann Filme rechtfertigen kann mit und Serien. Er wird total im Rampenlicht stehen und Ruhm und Ehre werden seins sein und Matthias muss ihm nur zuhören, weil diese Story ist hier gewaltig und er sieht halt nur die Sachen, die ihn berühmt machen werden und ignoriert so ein bisschen, dass das hier alles relativ heavy ist. Und auch die Toten sind ihm jetzt eigentlich relativ wurscht, weil gehört einfach zur Dramatik dazu irgendwie. Also ja, Whitman ist ein bisschen weit ab von der Realität mittlerweile. Oh, nein, das wollte ich so nicht. Wollte eigentlich da hochklettern, dann da ranspringen und hier rüberklettern. Weil da oben ist nämlich kein Stacheldraht, dann komme ich da hoch. Und so. Das mal herziehen. Passt. Geh mal ganz kurz hier hoch.